Dann rufe ich auf den Punkt 53. Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde. Regierung Bouffier muss Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Bundesrat stoppen, Kompetenzen der Länder wahrnehmen und so weiter mit dem dringlichen Antrag Top 62 und dem dringlichen Antrag Top 68. Das Wort hat die Frau Kollegin Nicola Beer. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute das Thema Netzwerkdurchsetzungsgesetz diskutieren, dann ist die Frage glatt, wie halte ich es mit dem Rechtsstaat? Ganz konkret, wie halte ich es mit der Meinungsfreiheit? Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein Angriff, und er kommt nicht von autokratischen Herrschern, sondern vom Bundesjustizminister. Der Bundesjustizminister Maas hat keine Gesetzgebungskompetenz, denn der Schutz des Kommunikationsprozesses unterfällt der Länderkompetenz. Die Länder haben dafür Sorge zu tragen, dass die Anbieter sozialer Netzwerke die verfassungsmäßige Ordnung beachten. Und die Aufsicht hierüber obliegt den Landesbehörden. Statt eines Bundesgesetzes ist also ein Staatsvertrag denkbar, so wie wir ihn beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag abgeschlossen haben, weil es eben keine Bundeskompetenz in dem Bereich gibt. Aber, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Bundesjustizminister lässt sich nicht stoppen. Herr Maas peitscht ein verfassungswidriges Gesetz durch Parlament und Bundesrat, das massiv in die Meinungsfreiheit eingreift, denn dieses Netzdurchsetzungsgesetz, es ist nichts anderes als die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung im Hinblick auf Hasskommentare und rechtswidrige Falschmeldungen. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Auch wir als Freie Demokraten wollen Hasskommentare und rechtswidrige Falschmeldungen bekämpfen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, doch bitte im Rahmen unseres Rechtsstaates die Feststellung, ob eine Meinungsäußerung noch Satire ist, ob sie gegebenenfalls geschmacklos, aber im Rahmen der Meinungsfreiheit zu ertragen ist, oder ob sie schon die Grenze zur Strafbarkeit überschreitet, ob sie Beleidigung, Verleumdung oder gar Volksverhetzung ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das kann doch nicht Privaten überantwortet werden. Das ist Sache des Rechtsstaates. Hierzu sind Polizei und Justiz berufen. Und ja, das ist schwieriger geworden, weil sich im Netz vieles ganz schnell verbreitet. Aber dann muss man Polizei und Justiz so ausstatten, dass sie das leisten können. Und es sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, beim NetzGG eben nur Verdachtsfälle. Die Feststellung der Rechtswidrigkeit kann kein Privater vornehmen. Private sollen hier offensichtlich von Herrn Maas zur Zensurbehörde gemacht werden, denn es gibt kein Meldeverfahren an die Staatsanwaltschaft in diesem NetzDG. Das ist offensichtlich nicht wichtig, dass wir zur Strafverfolgung kommen. Es gibt nur einen immensen Löschdruck aufgrund von Bußgeldern bis zu 50 Millionen Euro. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, da ist halt auch Ihr Antrag falsch. Wir haben momentan keine Löschverpflichtung. Der Anbieter kann selbst entscheiden, ob er sich in Mithaftung nehmen lässt oder ob er löscht. Und das bedeutet, wir haben momentan den Grundsatz im Zweifel für die Freiheit. Das, was Sie hier draus machen wollen, ist im Zweifel löschen, im Zweifel Eingriff in die Meinungsfreiheit. Wir haben nach den jetzigen vorgeschlagenen Regelungen ein Verfahren, das, wenn Sie die Fälle hochrechnen, Herr Kollege Schmidt, ganze 8 Sekunden für die Entscheidung zur Verfügung stehen, ob gelöscht wird oder nicht. 8 Sekunden. Herr Kollege Schmidt, wie hätten Sie denn im Fall Böhmermann agiert, wenn Sie 8 Sekunden hätten, um dazu entscheiden, ob das noch geschützte Kunstfreiheit ist oder ob das gelöscht gehört? Nein, liebe Freunde von der Sozialdemokratie, das ist allenfalls ein gutes Geschäftsmodell für die, die jetzt schon anbieten, geschäftsmäßig zu löschen. Da gibt es mittlerweile die ersten Unternehmen, die Löschen am Fließband anbieten. Da besteht ja auch keine Gefahr, dass man in irgendeiner Weise in Haftung genommen wird für das Löschen. Denn der Entwurf Ihres Justizministers
Er sieht nicht einmal eine Möglichkeit der Nutzer vor, sich gegen eine unrechtmäßige Löschung zu wehren. Keine Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. Keine Möglichkeit, einen Widerspruch abzusetzen, zum Beispiel an eine Clearingstelle. Nein, hier soll im Zweifel in die Freiheit eingegriffen werden. Dieses Gesetz ist ein Zensurgesetz und sonst nichts. Und ja, wir müssen bei der Bekämpfung strafbarer Inhalte im Internet eine hohe Dringlichkeit walten lassen, Herr Kollege Schmidt. Ja, die Rechtsdurchsetzung an dieser Stelle gegenüber Straftaten im Internet, die muss einen hohen Handlungsbedarf haben. Aber sehr geehrter Herr Kollege Schmidt, ich frage Sie allen Ernstes, warum gehen wir in diesem Fall von Hasskommentaren nicht vor wie bei der Kinderpornografie? Hier haben wir ein staatlich legitimiertes Verfahren. Das schafft Klärung in der größten Anzahl der Fälle innerhalb von 48 Stunden über unsere Landesmedienanstalten mit den zugehörigen Jugendschutzstellen. Die sind staatlich legitimiert, Herr Schmidt. Die sind unabhängig. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von Schwarz-Grün, Sie haben es in der Hand. Es reicht nicht, wie in der kritischen Stellungnahme im Bundesrat, nur Zweifel aufzuwerfen. Es reicht nicht, nur Prüfaufträge zu formulieren. Sie müssen dieses Gesetz stoppen. Sie müssen den Vermittlungsausschuss anrufen und dieses Gesetz in die Diskontinuität schicken. Nein. Frau Kollegin Beer, Sie müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Ich glaube aber, es ist wichtig zu sagen, Lippenbekenntnisse reichen hier nicht. Dieses Maßgesetz muss gestoppt werden. Die Landesregierung hat es in der Hand. Sie muss den Vermittlungsausschuss anrufen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.